Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Zoo 2 Animal Park. So, ihr habt ja mal wieder gefordert, so ganz nebenbei, Isa, kannst du dich mal wieder Kisten öffnen? Und ja, also die Prachteiderenten, die es jetzt gerade gibt in der epischen Truhe, die werde ich mir nicht holen, die habe ich schon. Ich könnte das jetzt vielleicht nutzen, um die Tiere voll zu kriegen, aber eigentlich geht es mir um den Orang-Utan. Warte mal, wir gucken hier mal. Ja. Ah. Ah, das macht eine Mandarinenente. Wo ist die Prachteiderente? Die hatte ich doch auch hier irgendwo rumschlunzen. Wo ist sie denn? Ach, da sind sie. Da sind sie. Hm. Oh, Leute. Das war ja gar nicht so einfach. 2 von 4 würde ich sogar reinkriegen. Naja, pass auf. Dann ändern wir unsere Pläne. Dann machen wir das jetzt einfach mal. Wenn wir ja so viel Platz drin haben. Denn, ach Gott, nee. Also du kriegst hier... wirklich kaum was angeklickt. Das ist ja fürchterlich. Okay, also, dann fangen wir doch mit den epischen Truhen an. Ihr seht sicher, bringt mich selbst durcheinander. Also heute großes Kisten öffnen. Oder Truhen öffnen. Ja, wir bleiben wieder in unserem altbewährten Stil. Ja. Ich habe ja genug Kisten. Ne? Also von der Warte her, naja. Werd mich bestimmt ärgern, weil danach bestimmt ein Tier kommt, was ich noch nicht habe. Hm? Oh, mal gucken. Ich hoffe doch, dass wir bei so vielen Kisten denn die Enten auch voll kriegen, oder? Ja, gucke mal. Immerhin. Jetzt gucken wir mal. 1 von 6. Alles klar. Man hat ja hier schon 7 Teile und sowas erlebt. Also gucken wir mal lieber genauer nach, ne? Okay, okay, okay. Oh, was bist du denn? Ein Partyplatzteil. Okay. Naja, kann man haben, ne? Wenn man das möchte. Oh je. Ich glaube, man braucht irgendwann die Zoo-Erweiterungen, um naja, seine ganzen Dekos und Spielplätze und Event-Dekos und keine Ahnung überhaupt unterzukriegen. Also ich habe ja mal so gedacht, oh je, wirst mal... irgendwann Platzmangel anhand der Tiere kriegen oder hier, wo ich dann hier im Hauptzoo mir das so erkauft habe, dass ich jetzt nur noch ein Münzfeld mir kaufen kann. Also, ne, Erweiterung. Da hab ich so gedacht, ach, das dauert ewig, ehe das voll ist. Aber wenn ich da jetzt so gucke, naja, ich sag's euch, ein Ozelot noch gekriegt, schön. Und noch so ein Partyzelt. Hey! wenn ich das jetzt in der Karte so sehe, so ganz viel Platz ist da gar nicht mehr. Und wir kriegen ja noch in den nächsten Events noch Sachen dazu. Oh je. Mein Handy ist auf laut, Entschuldigung. Wir haben ja so ein bisschen Organisationsgedingse in der Family. So, dann würde ich sagen, vollenden wir einmal. Platzieren das gute Teil. Ja, hier so, würde ich sagen. Sehr schön. Wunderbar. Und dann geht's weiter. Wieder von vorn. Ich habe von dem Oster-Event, das würde ich gerne nochmal erläuternd nachtragen, ne? Habt ihr hier auch schon gesehen, mir noch die Primeln zugelegt. Ne? Und dann war auch Ende im Gelände. Und die werden wir dann demnächst einfach so mit umverteilen, ne? Wenn es denn soweit ist. Na, gucke, da haben wir schon wieder Teil 2. Ja. Na komm. 2 Teile haben wir schon wieder. 3 Teile. Wunderprächtig. Naja, ich brauche auch wieder. Also von mir aus könnten jetzt hier mal so ganz viel Dschungelgehegeteile drin sein, weil das ist teilweise gar nicht so einfach. Zumal ich es ja eigentlich heute auf den Orang-Utan abgesehen hatte. Und ja, gut, so ist das halt. Und wir haben ja noch ein Dschungelgehege, was noch nicht fertig ist, ne, von der Einrichtung her. Deshalb, naja, kicken wir mal, wa?
Werden wir schon irgendwie hinkriegen, hoffe ich jedenfalls. So, was haben wir denn hier? Ich krieg Dschungelspielplatzteil und den 5. Ah, Wasserstellen sind immer gut. Das war Teil 5. Jetzt brauchen wir noch eins. Ein Teil brauchen wir noch. Oh, komm. Ach komm. Gib mir Teil 6, bitte. Ja, da ist es. Oh, ein Flussverteil. Wundervoll. Okay, das heißt, wir können ja wieder die Prachteiderente vervollständigen und dann haben wir 4 Tierchen im Gehege. Mensch, guck mal einer an. Das ist ja gut für unsere Besucherzahlen. Ne? Das sind, gibt Besucherpunkte, das ist immer gut. 4 von 4 haben wir drin, das heißt, das Prachteiderentengehege ist voll. Wunderbar. Dann würde ich sagen, beschäftigen wir uns doch tatsächlich mal mit dem Orang-Utan. Oh je, ich sag's euch. Ich darf immer nicht hier anfangen, Ordnung zu machen. Weg, 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 weg. Da habe ich nämlich schon ein Gehege platziert. Guck mal, hier haben wir noch Gehege, die nicht fertig sind. Also es ist ein bisschen dschungellastig im Moment, habe ich so den Eindruck. Ne? Ob das jetzt so gut ist, weiß ich ja nicht. Habe ich hier überhaupt irgendwas Dschungeliges? Ich glaube eher nicht so. Okay, nee, da wollte ich nicht hin. Wir wollten hier weitermachen und zwar hier, bitteschön. Die Retro-Truhen öffnen, die brauchen wir sowieso für die Bürgermeister-Quest. Ja, von der Warte her, was bist du denn? Ein Lama-Wasserspeier. Okay, kann man ja mal machen. Guck mal, ob wir überhaupt hier was zusammenkriegen. Ja? Nicht, dass ich wieder unsägliches Pech habe. Oh, da war was Dschungeliges bei. Immer gut. Aber mit dem Jagd, da weiß ich noch ganz ehrlich nicht. Ich würde gerne erstmal alles das, was ich habe, nochmal umsetzen. 7 Schlüssel habe ich. Okay. Weil mit einer Truhe, na gut, ich habe, glaube ich, kann, glaube ich, noch welche vervollständigen. Da müssen wir denn zur Not mal gucken. Ach komm, jetzt zweite Teil. Sehr gut. Weiter geht's. Ich sehe schon, da kriegen wir hier die 50 Truhen auf Anhieb voll heute. Na, Teil 3. Nein, kriegen wir natürlich nicht voll. 50 Truhen. Boah, das wäre echt übel, wenn ich 50 Truhen öffnen müsste, um 2 Orang-Utans voll zu kriegen. Also, holla, die Waldfee. Das wäre nicht schön. Okay. Komm, 3 Teile braucht man noch für den ersten. Jawohl, ein Teil, das heißt noch 2. Bitte, bitte, bitte. Ich würde mir gerne die Schlüssel da aufheben. Ich würde jetzt einen wenigstens mal voll, genau. Ach, da doch nicht. Hier. Einen würde ich gern so voll kriegen, nach Möglichkeit beide. Ja, da ist der erste. Sehr schön. Moment, erst hier rein. Vollenden. Sehr gut. Und dann platzieren wir den auch gleich erstmal. Und gucken mal, wie viel wir im Gehege. 2 kriegen wir unter. Na, das ist doch ein Träumchen. Da können wir doch gleich weitermachen, ne? Geht der Spaß von vorne los. Eieiei. Oh, oh. Sehr gut. Teil 1. Oh je. Ich mache aber auch immer die gleichen auf, ne? Das haben wir schon, das Känguru. Nee, pass auf, wir machen jetzt mal... Wo sind denn meine ganzen Truhen abgeblieben? Da haben wir es, guck mal. Die Retros vollenden, da kriegen wir doch wieder noch ein paar Truhen dazu. Also wir brauchen noch keine Angst haben, ja? Es ist alles noch chillig und entspannt. Oh wei, oh wei, oh wei. Noch zumindest. Wenn denn die Schweißperlen fließen? Nein, also das kriegen wir doch wohl hin, oder nicht? Oh, genau. Und hier noch.
Ei. Hervorragend. Guck mal, das wird doch. Und der Retro-Truhenzähler da oben, der läuft und läuft und läuft. So, das war das vierte Teil, glaube ich, ne? Ja, siehste, Teil 5, wenn ich richtig bin, wir können gucken. Ja, Teil 5, eins noch, komm, eins noch, dass wir wenigstens zwei haben. Ja, jawohl, na guck, das hat doch wunderbar funktioniert. Dann machen wir den auch gleich fertig und platzieren auch den hier. Na, das ist doch super. Guck mal, da können wir hier gleich mal so eine Dschungeldeko dran setzen. Auwei. Also wir kriegen ins Grundgehege zwei Orang-Utans rein. Gucken wir uns doch die kleinen Knöllchen mal an hier. Hallöchen. Na, geht's euch gut? Och, schön. Süß. Die sind ja mal mega süß. So, dann gucken wir mal, was die haben wollen, ne? Die wollen natürlich eine Wasserstelle haben. Ich habe natürlich keine, aber wir haben Punkte gesetzt. Und die Spielstämme. Die Spielstämme. Okay, dann gucken wir in die Gehege. Dschungel. Jetzt geht's wieder los, Leute. Jetzt geht's wieder los. Die Wasserstelle haben wir hier vollenden. Ist ja Gott sei Dank gerade günstiger. Warte. Nö. Das ist Wald, ne? Aber hier, ihr seid Dschungel vollenden. Du bist auch Dschungel vollenden. Ja. So, Trog und dieser Spielstamm-Dingsbums, ne? Ja. Ein Trog vollenden. Und jetzt hoffe ich doch zumindest, dass wir dieses Spielgerät noch am Start haben. Möglicherweise, eventuell vielleicht. Oh, oh. Oh, oh. Habe ich es wirklich nicht? Das wäre ja schade. Doch, hier haben wir es doch. Vollenden. Ja, Mensch, das ist ja richtig preiswert. Wunderbar. Na gut, dann können wir wenigstens die Orang-Utans komplett machen. Machen wir einmal so. Einmal so. Und eine Wasserstelle hättet ihr natürlich auch gern. Genau, die kommt hier rein. Und dann würde ich sagen, platzieren wir hier doch ein Blümchen. Und hier noch ein Büschlein. Und dann ist das Gehege erstmal fertig. Ausbauen werde ich das jetzt nicht. Denn ich werde, weil wir Ende Mai in den Urlaub fliegen, ja so ein paar Sachen aufheben bis dahin, dass ich gut das im Voraus aufnehmen könnte. Und da wird es sich drum drehen, dass wir diesen Bereich hier mal ordentlich ausbauen, ne? Dass das schöner wird, dass das hier alles ein bisschen passiger wird. Und dann bauen wir auch die Gehege aus. Und hier, die müssen natürlich auch noch einen Trog kriegen vielleicht und Wasser und so. Oh je, das Gehege ist ja, die brauchen noch mal haargenau dasselbe. Naja gut, vielleicht kriegen wir das ja bis dahin noch mal zusammen oder im Lauf der Zeit. Na, ist ja noch ein bisschen hin, 3 Wochen habe ich ja, glaube ich, noch. Ja, die werden wir noch auffüllen, die Gehege. Sehr schön, also ist meine Planung aufgegangen. Ich würde jetzt ganz gern noch mal gucken bei den anderen Truhen, wie viel wir da zusammenkriegen. Oh, hier kann ich wieder viel wegtauschen. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Oh, hier ist, was ist denn hier heute los? Polizei, Feuerwehr, alles. Die vollenden wir auch gleich mal, dass wir mal gucken können. Oh, jetzt haben wir wieder 71 epische Truhen, 20 Retro-Truhen und 12 legendäre Truhen. Tja, das ist ja jetzt die Überlegung, ob das Jack denn noch, also ich weiß nicht. Theoretisch hätte ich schon ganz gerne, dass wir hier unsere Eisecke noch erweitern können. Wobei ich hier auch gerade, also nicht nur hier, sondern insgesamt im Zoo, gerade meine 4-Tier-Strategie wieder mal in Schwung gebracht habe.
und auch schon Nachwuchs bekommen habe, nämlich hier bei den kleinen Kandidatinnen. Guck mal, da gibt es einen Mini-Brillenhund, Fledermaus wollte ich schon sagen. Ist da nicht süß? Wunderbar. Ja, und genauso werde ich das hier auch mit den Eisgehegen so peu à peu machen, ne? Dass wir hier so nach und nach die auch ausgebaut kriegen. Und dann würde sich das ja vielleicht mit so einem Jack auch anbieten, ne? Es ist ja nicht so einfach. Ja, das sind immer so schwierige Entscheidungen. Wobei, hier bin ich eigentlich gerade bei den Eisbären. Ich hätte gern mal den vierten Eisbär. Oh mein Gott, da ist viel fertig geworden. Okay, gut, ihr Lieben. Aber ja, das werden wir in der nächsten Folge sehen, ob ich es denn noch gemacht habe oder nicht. Vorher wird dann da auch nicht viel passieren. Ich bin ganz zufrieden. Wenigstens die Orang-Utans haben mal ein vollständiges Gehege gekriegt. Das ist so eine wunderbare Sache. Das heißt, wir kommen für diese Folge zum Ende. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin, macht es gut. Tschüss.